Triumphator. Horst Fendrich aus Zotzenbach katapultierte seinen Formel 3000 dreimal als Schnellster den Berg hinauf, siegte, will wiederkommen, seinen 19. Titel holen. Mit Sicherheit, also wenn Humboldt wieder stattfindet, also gar keine Frage, bin ich wieder hier. Der schnellste aller Tourenwagen war Georg Plaser aus Warngau auf BMW. Er gewann seine Gruppe souverän und behauptete Rang 8 im Gesamtklassement. 46 Klassen gleich 160 Teilnehmer waren am Start. Und da musste der Homburger Automobilclub schon ganz tief in die Taschen greifen. Der verdiente Lohn für die schnellsten Bergsteiger der Welt, Urkunden, Pokale und Wertungspunkte. Es gab wenige Ausrutscher, Blechschäden, aber das vermelden wir gerne, es verletzte sich niemand. Dennoch ruht auf den Schultern des Rennleiters eine Riesenlast. Er steht in der Pflicht. Es war nur ein Ausrutscher mit einem kleinen Überschlag und der Fahrer ist okay, das gehört ganz einfach dazu. Ich bin seit 23 Jahren Rennleiter und das läuft super immer. Die Organisation steht, die Leute wissen, um was es geht und es ist auch für Rennleiter leichter, die Veranstaltung durchzuziehen. Natürlich mit seiner besseren Hälfte Ellen auf allen Positionen gefragt und unersetzlich. Vor 26 Jahren ging's los, viel, viel kleiner, Rennleiter damals Karl Richter. Es gab mehr angenehme wie unangenehme. Es gab auch Differenzen innerhalb des Clubs, aber die werden dann immer gleich ausgetragen. Auch gut so, denn heute kümmert sich der ehemals schnellste Metzgermeister des Landes um das leibliche Wohl der Gäste des Homburger Automobilclubs. Es fehlt an nichts. Aus den Kinderschuhen ist man lange raus. Heute sind Profis am Werk, die viel vom Fach verstehen, ihre Positionen ausfüllen, schon 26 Jahre lang ununterbrochen. Unser Hauptaufgabegebiet ist hier, unberechtigte Leute ins Fahrerlager reinzulassen. Die Besucher und so weiter, wo im Fahrerlager nichts zu tun haben, die müssen wir dann aussortieren. Der Zuschauerandrang links und rechts vom heißen Asphalt war hervorragend. Die Stimmung bei den Fans gut. Ich habe einmal da oben geguckt, der erste Lauf, und der zweite gucke ich da. Das ist Natur pur. Mein Mann fährt Autorennen, da sind wir tapfer dabei. 26 Jahre. Jedes Jahr? Jedes Jahr da. Ja, wir wohnen gerade ohne. Wenn Sie jetzt die Käse über Straße runterfahren, das erste Haus wohnen wir. Den zweiten Rang im Gesamtklassement nahm Frank Taubert aus Rostal ein, ebenfalls Formel 3000 in Homburg erstmals erlaubt. Der älteste aller Aktiven, Jakob Lauer aus Eppelborn auf einem DKW F8. Wie alt ist er denn, der Herr Lauer? Oh, sind erst 86. Und immer noch aktiv? Ja. Seit wann fahren Sie denn Rennen? Das erste Mal habe ich gefahren auf dem Nürburgring mit demselben Fahrzeug, 1948. Selbe Fahrzeug. Und wie viele Siege haben Sie schon errungen? Pokale habe ich 73 und Gesamtsiege 110 mit dritte, vierte. Ein Motorsportler in unserem Lande, der Siege und Pokale einheimste wie kaum ein anderer. Die letzten Meter gehören ihm, Horst Fendrich aus Zotzenbach, der sich in Homburg zum 8. Mal in die Siegerlisten eintragen konnte. Den 9. Titel hat er schon fest im Visier. In Homburg bei der kleinen Formel 1 der Saarländer und Rheinland-Pfälzer.